Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, mal in Bild und Ton und in ungewohnter Kulisse, weil wir uns dachten, mal was Neues auszuprobieren. Wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von meiner Wenigkeit, Miri, 24 Jahre, verreise gerne, und von meiner Mutter, die Betreiberin dieses Kanals. Und wollen in diesem Video mal beleuchten, wie unsere Reise sich so gestaltet hat, die wir in Venedig angetreten sind. Und zwar war die vom 15. März bis zum 20. März dieses Jahres. Und wollen euch einfach nur zeigen, welche Aktivitäten da möglich sind, wie sich die Preise so gestalten. Und ja, wollten euch einfach nur davor bewahren, abgezockt zu werden. Ich will bei Italien wirklich kein schlechtes Wort verlieren. Ich habe da auch 8 Jahre gelebt und liebe dieses Land wirklich sehr. Aber weiß umso besser, dass man vor allem als Tourist da gerne abgezockt wird, wenn man auch die Sprache vor allem nicht beherrscht. Daher hoffe ich, dass ich euch hiermit irgendwie auch ein bisschen weiterhelfen kann und dass ihr das Video genießt und viel Spaß habt. So, hier seht ihr unsere Landung im Aeroporto di Treviso a Canova, also dem zweiten Flughafen in Venedig. Von dort aus haben wir uns entschlossen, einen Bus zu nehmen. Die Hinfahrt zu Piazzale Roma kostet 12 Euro pro Person. Wenn man gleich ein Hin- und Rückticket bucht, dann kriegt man eine kleine Vergünstigung und das Ganze würde 20 Euro kosten. Die Tickets bekommt man sowohl draußen vor dem Flughafen als auch bei der Gepäckabholung am Atvo-Fahrkartenautomaten. Atvo ist die Firma, also die Gesellschaft, mit der man fährt. Und ja, wir haben die Tickets draußen erworben, da man da gleich auch einen Stadtplan von Venedig geschenkt bekommt. Wir sind da auch kleine Fans davon. Ich muss natürlich keinen erzählen, dass wir in der Blütenzeit des GPS sind, jedoch war Google Maps irgendwie nicht so der beste Wegweiser in Venedig. Ich glaube, dazu komme ich auch im Laufe des Videos öfter zu sprechen. Ja, da ist es manchmal nicht so verkehrt, eine Karte parat zu haben. Was eventuell vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass sich die Abfahrtzeiten der Busse nach den Ankunftszeiten der Flüge richten. Der Bus braucht von Treviso bis Venedig, Piazzale Roma ungefähr 50 Minuten, aber die spürt man gar nicht. Der Bus hält auch einmal in Mestre am Hauptbahnhof an. Die Haltestelle wird Stazione di Venezia Mestre genannt und dann fährt der Bus von dort aus nach Venedig weiter und die Endhaltestelle ist dann Piazzale Roma, da wo wir dann am Ende gestrandet sind. Also quasi das Plätzchen hier, was ihr seht, das ist Piazzale Roma. Von Piazzale Roma aus besteht die Möglichkeit, dass man entweder mit den Vaporetto, also Il Vaporetto sind in Venedig die Linienboote. Es gibt klassischerweise keine Busse oder Taxen, denn wie man es kennt, ist Venedig von Kanälen umzingelt und durch Brücken verbunden. Heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, in der Stadt mit Auto zu fahren oder mit Bussen, weil das die Architektur auch gar nicht hergibt. Aber genau das macht ja Venedig aus und bietet den Charme, den man so kennt als romantische Stadt. Romantischer als Paris übrigens. Ich gehe jetzt kein Front an die Franzosen, das war jetzt ein Spaß. Hier seht ihr die aktuellen Preise der öffentlichen Verkehrsmittel, also der Vaporetti. Ein Einzelticket kostet 9,50 Euro und gilt dann für 75 Minuten. Ein 24-Stunden-Tagesticket kostet 25 Euro, hingegen ein 2-Tagesticket 35 Euro, 3-Tagesticket 45 Euro und ein 7-Tagesticket 65 Euro. Mit einem Tagesticket oder einem Mehrtagesticket kann man so viele fahren, wie man möchte. Es gilt in der gesamten Lagune. Und auch für die ganzen umliegenden Inseln, wie zum Beispiel Lido, Murano, Burano, Torcello, Sant'Erasmo und bis Punta Saboni. Eben vorgestellten Ticket ist die unbegrenzte Nutzung der Wasserbusse und Busse mit einbegriffen. Nicht enthalten sind der Shuttle-Service von und zum Flughafen, die Wasserbuslinien 16, 19, 21 und die Casino- und Ali-Laguna-Linien. Zum Shuttle-Service kann ich nur sagen, was ich gelesen habe. Je nach Unterkunft, also wenn man im Hotel ist, zum Beispiel im Hyatt-Hotel, was preiswertigeres, da hat man natürlich immer die Möglichkeit des Shuttle-Services, beziehungsweise da wird man auch auf Kosten des Hotels umherkutschiert, aber dafür zahlt man ja auch ein bestimmtes Entgelt. Ja. Das ist halt für Leute, die wahrscheinlich aus ferneren Ländern kommen. In Europa, ja, präferieren wir
eher Apartments zu mieten, vor allem in Italien, weil wir da eher die Bezüge zu Italien haben und uns es eher Spaß macht, da einkaufen zu gehen und uns selbst zu bekochen, anhand einer Küche, die dann natürlich angeboten wird im Apartment. Das Apartment hier, was gerade eingeblendet ist, ist das Apartment, wofür wir uns letztendlich auch entschieden haben. Das heißt K. Cardoni Apartment. Wir waren damit auch top zufrieden. Das Apartment war sehr sauber, gut ausgestattet. Wir hatten alles, was wir brauchten. Das liegt auch in der Nähe aller Sehenswürdigkeiten, Venedig, und ist knapp 100 Meter von der Vaporetto-Anlegestelle Fondamente Nove entfernt, welche nach Murano und Burano führt. Zu Piazza San Marco, Ponte Rialto und zum Bahnhof oder Piazzale Roma kann man von dort aus ebenfalls mit dem Vaporetto fahren oder zu Fuß laufen. Wir sind großteils zu Fuß gelaufen, haben einfach die Schritte gesammelt, beziehungsweise haben uns dabei die ganzen Stände angeschaut und die Stadt an sich. Und ja, hier seht ihr gerade, dass wir auch sehr viel Spaß hatten. Das Apartment haben wir uns noch mit zwei Freunden aus Italien geteilt, also waren wir insgesamt dann zu fünft und es war mega lustig. Aber zum Thema Apartment ist das der beste Switch, denn da hatten wir schon vor der Reise ein paar Repressalien, die, naja, auferlegt wurden, welche ein bisschen dazu beitrugen, uns die Vorfreude weitestgehend zu nehmen auf die Reise. Aber das konnten wir dann auch fixen. Und zwar haben wir durch Booking.com dieses Apartment, was jetzt eingeblendet wird, gemietet. Hatte sehr gute Bewertungen, alles war top, wir haben auch bezahlt. Gott sei Dank war das durch Booking.com, denn ja, irgendwie steckte dahinter eine Masche. Ja, ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, so eine kleine Real Talk Horror Story zu der Buchung zu erzählen, weil ja, man einfach vorbeugen möchte, dass andere Leute da genauso verarscht werden. Ich glaube auch nicht, dass sowas ein Einzelfall ist. Es gibt ja auch mehrfach irgendwelche Geschichten, wo es heißt, ja, das Geld wurde auch gar nicht mehr zurückerstattet. Wir hatten wenigstens das Glück. Zu der Story. Bei der Unterkunftsbuchung gab es bereits ein Problem. Wir haben vor 4 bis 5 Monaten ein Apartment im Palazzo della Torre gebucht. Das Hotel hat das Geld von der Kreditkarte sofort auch nach der Buchung abgezogen. Die Buchung beinhaltete eine kostenlose Stornierung. Nach fast 3 Monaten bekamen wir eine Benachrichtigung von Booking.com, dass Palazzo della Torre uns nicht mehr unterbringen kann, aufgrund einer Überbuchung. Was für uns total unverständlich gewesen ist, weil man uns nicht einfach so abwimmeln kann aufgrund einer Überbuchung, also vor allem dann nicht. Natürlich waren wir dann sehr enttäuscht, weil zu diesem Zeitpunkt sich die Preise auch verdreifacht haben. Komische Zufälle. Und von Seite von Booking.com wurde uns natürlich auch eine andere Unterkunft vorgeschlagen, weil deren Service das auch so beinhaltet, das kennen wir auch anders nicht. Da die Preise jedoch zu diesem Zeitpunkt drastisch gestiegen sind, kostete das zweite Apartment natürlich mehr als das erste und das war auch kleiner. Die Differenz hat uns Booking.com zwar erstattet, jedoch nach mehrfachem E-Mail-Verkehr, was halt natürlich auch mit Stress behaftet ist und das braucht man halt vor einer Reise gar nicht. Das Skurrile an der ganzen Sache war, dass das Palazzo della Torre seinen Status auf der Booking.com-Seite auch geändert hatte. Anstatt den schönen Fotos stand da Attività cessata, das heißt auf Deutsch Aktivität geschlossen. Und daher denken wir, dass wenn wir nicht durch Booking.com das Apartment gebucht hätten, sondern direkt vom Hotel, wir das Geld nie wieder gesehen hätten. Da das Hotel auch auf die Zahlungserinnerung von Booking.com nicht reagiert hatte, hat uns Booking.com selbst das Geld erstattet. Denn für solche Fälle ist man Gott sei Dank als Kunde bei Booking.com versichert. Aber wie schon gesagt, alles andere, da hätte man wirklich 1000 Jahre warten können. Letztendlich, wie schon gesagt, waren wir mit K. Cardoni Apartment auch zufrieden. Und naja, da soll man sich die Reise bzw. seinen Urlaub dadurch nicht versauen lassen. Trotzdem ganz, ganz miese Nummer. Gut, genug Elend für heute erzählt. Jetzt folgt wieder was Hübsches, und zwar die Uferpromenade, auch Riva degli Schiavoni genannt. Dort befinden sich Anlegeplätze für die Gondeln und diverse Stände der Souvenirverkäufer. Ja, es ist natürlich selbstredend, dass an die Uferpromenade keiner der Touristen in Venedig vorbeikommt, denn es ist einfach ein Hauptspot und für die Fotobegeisterten ist es ein Must-Go. Bevor man von dort aus in die prächtige Piazza San Marco gelangt,
kommt man nicht an die Brücke Ponte dei Sospiri oder auf Deutsch Seufzerbrücke vorbei. Die Brücke müsste auch jeder kennen, denn diese wurde oft in historischen oder dramatischen Filmen beleuchtet aufgrund der düsteren Historie. Denn die Geschichte der Ponte dei Sospiri reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Die Brücke wurde im Jahr 1602 erbaut, um den Palazzo Ducale mit den Gefängniszellen auf der anderen Seite des Rio di Palazzo zu verbinden. Der Palazzo Ducale war das herrschaftliche Gebäude, das von den Dogen von Venedig als Regierungssitz und Gerichtsgebäude genutzt wurde. Die Gefängniszellen, die von der Brücke aus zugänglich waren, waren für die Insassen sehr berüchtigt, da sie oft in Dunkelhaft und sehr schlechten Bedingungen gefangen gehalten wurden. Aber warum denn eigentlich ausgerechnet Seufzerbrücke, stellt man sich die Frage. Die Brücke erhielt den Namen aufgrund des Glaubens, dass die Gefangenen auf ihrem Weg über die Brücke einen letzten Blick auf die Schönheit Venedig werfen würden und daraufhin einen Seufzer ausstoßen würden. Die Brücke wurde auch oft als Brücke der Seufzer bezeichnet. Also schon wieder sehr melancholisch und romantisch, kennt man von Italienern nicht anders. Nächstgelegen ist dann natürlich auch die Piazza San Marco, auf Deutsch Markusplatz. Das ist der zentrale Platz in Venedig in Italien. Es ist auch einer der bekanntesten Plätze der Welt und ein beliebtes Touristenziel. Der Platz ist von historischen Gebäuden wie der Markusdom, dem Dogenpalast und dem Campanile umgeben. Es ist auch ein Ort für verschiedene Veranstaltungen und Festivals wie dem Karneval von Venedig und das Vogelschießen. Man kann sich, wenn man einen schlechten Orientierungssinn hat, immer am Campanile auch richten und dann weiß man halt ungefähr Bescheid, wo man gerade ist. Also nicht, dass wir das gemacht hätten, aber... Der Platz wurde im 9. Jahrhundert angelegt und diente als öffentlicher Raum für politische und religiöse Veranstaltungen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Piazza San Marco zu einem wichtigen Handelszentrum und einem Ort für kulturelle Veranstaltungen. Im 11. Jahrhundert wurde der Markusdom auf der Piazza San Marco errichtet, der zu einem der wichtigsten religiösen Gebäude in Europa wurde. Der Dogenpalast, der sich ebenfalls auf der Piazza San Marco befindet, war der Sitz der venezianischen Regierung und ein Symbol für die Macht und den Reichtum der Stadt. Während der Renaissance wurde die Piazza San Marco zu einem wichtigen Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle. Die berühmte Biblioteca Marciana, eine der ältesten Bibliotheken in Italien, befindet sich ebenfalls auf der Piazza San Marco. Heute ist die Piazza San Marco ein beliebtes Ziel und ein Ort für verschiedene Veranstaltungen und Festivals. Der Platz ist auch ein Symbol für die reiche Geschichte und Kultur von Venedig. Der Dogenpalast, Palazzo Ducale, ist ein historisches Gebäude in Venedig, das sich direkt am Markusplatz befindet. Der Palast wurde im 9. Jahrhundert als Festung errichtet und diente später als Sitz der venezianischen Regierung. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Dogenpalast mehrmals umgebaut und erweitert. Im 14. Jahrhundert wurde der umgebaut und erhielt seine charakteristische Fassade mit den Spitzbögen und den dekorativen Verzierungen. Im Inneren des Palastes befinden sich prächtige Säle, die mit Gemälden und Skulpturen geschmückt sind. Der Dogenpalast war der Sitz des Dogen, des Oberhauptes der Republik Venedig. Der Dogenpalast war auch der Ort, an dem die Regierungsgeschäfte abgewickelt wurden und wo wichtige politische Entscheidungen getroffen wurden. Der Palast war auch ein Symbol für die Macht und den Reichtum von Venedig. Mir ist aufgefallen, dass es nicht erlaubt ist, die Tauben dort zu füttern. Entsprechend hatten wir sie auch erstmal gefüttert. Irrtümlicherweise, denn das Füttern von Tauben auf der Piazza San Marco ist in Venedig seit einigen Jahren verboten. Das liegt daran, dass die Taubenpopulation in Venedig außer Kontrolle geraten ist und zu einer Belästigung für Einheimische und Touristen geworden ist. Die Tauben können auch Schäden an historischen Gebäuden und Kunstwerken verursachen. Darüber hinaus kann das Füttern von Tauben zu Gesundheitsproblemen führen, da die Tauben Krankheiten übertragen können. Aus diesen Gründen hat die Stadt Venedig beschlossen, das Füttern von Tauben auf der Piazza San Marco zu verbieten. Und entsprechend sind da auch sehr viele Polizisten eingesetzt, die das auch ahnden, wenn es zu erneuten Verstößen kommt. Wir wurden netterweise nur mündlich verwarnt, aber das Ganze trägt auch eine Ordnungswidrigkeit mit sich, welche ein bisschen schmackhaft ist. Und das will man sich ersparen. Die Basilica San Marco, auch bekannt als Markusdom, ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten auf der Piazza San Marco in Venedig. Die Basilika wurde im 9. Jahrhundert erbaut und ist ein Beispiel für die byzantinische Architektur. Die Fassade der Basilika ist mit Mosaiken und Skulpturen verziert und zeigt eine Mischung aus byzantinischen und romantischen Stilelementen.
Im Inneren der Basilika befinden sich 5 Kuppeln und zahlreiche Mosaiken, die biblische Szenen darstellen. Die Basilika San Marco war ursprünglich die Kapelle des Dogenpalastes und wurde später zur Kathedrale von Venedig ernannt. Die Basilika ist auch das Mausoleum des heiligen Markus, einem der 12 Apostel Jesu Christi. Beim Campanile von Venedig handelt es sich um den ausgelagerten Glockenturm des Markusdoms. Seine Höhe beträgt fast 100 Meter und er ist somit auch das höchste Gebäude Venedig. Nach einer wechselvollen Geschichte gilt das imposante Gebäude heute auch als Wahrzeichen der Stadt. Um auch wirklich alles mitzunehmen, was man vom Markusplatz mitnehmen kann, haben wir uns dazu entschlossen, uns was zu gönnen und in einem der teuersten Cafés, also Café Florian, einen Kaffee zu schlürfen. Das Café Florian ist das bekannteste Café auf dem Markusplatz in Venedig und das wurde bereits im Jahr 1720 als venezianisches Kaffeehaus hier an der Piazza San Marco unter den Arkaden der Procurazione Nuova eröffnet wurde. Das Café ist Italiens ältestes Kaffeehaus. Wie viele andere Kaffeehäuser, später diente auch das Café Florian als Treffpunkt von Künstlern und Intellektuellen. Die Brücke Ponte Rialto ist eine der bekanntesten Brücken in Venedig. Sie wurde im 16. Jahrhundert erbaut und ist eine der ältesten Brücken, die den Kanal Grande überspannen. Die Brücke ist berühmt für ihre charakteristische Form und ihre Geschäfte, die auf beiden Seiten der Brücke zu finden sind. Die Ponte Rialto ist ein beliebtes Touristenziel und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Venedig. Sie verbindet die Stadtteile San Marco und San Paolo und ist ein wichtiger Durchgang für Fußgänger und Touristen, die die Stadt erkunden möchten. Die Brücke ist auch ein beliebter Ort für Fotografen und Künstler, die die malerische Aussicht auf den Canal Grande und die umliegenden Gebäude einfangen möchten. Unschwer zu erkennen ist auch, dass es an dem Tag sehr, sehr, sehr überfüllt gewesen ist. War auch wieder Wochenende, aber ja, da hält man sich auch hauptsächlich auch immer auf. Die Ponte Rialto ist nicht nur eine Brücke, da kann man auch sehr viele Aktivitäten machen. Hier sind ein paar Vorschläge. Man kann spazieren über der Brücke und die Aussicht genießen auf den Canale Grande und den umliegenden Gebäuden. Man kann Geschäfte auf beiden Seiten der Brücke besuchen, die eine Vielzahl von Souvenirs, Schmuck, Kunsthandwerk und anderen Waren anbieten. Lokale Spezialitäten wie Fisch, Meeresfrüchte und Pasta in einem der vielen Restaurants und Cafés in der Nähe der Brücke kann man natürlich auch probieren, sind natürlich kostenspieliger, weil das der Hotspot schlechthin ist. Jedoch, wer das Geld hat, kann sich das natürlich gönnen. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, eine Bootsfahrt auf dem Canale Grande zu machen und die Brücke aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wir zum Beispiel haben da eine Gondelfahrt gemacht, die folgt dann auch später im Video nochmal. Der Rialto-Markt ist auch empfehlenswert, der sich in der Nähe der Brücke befindet und wo sich frische Lebensmittel, Obst, Gemüse und andere lokale Produkte kaufen können. Man kann auch eine geführte Tour machen, um mehr über die Geschichte und Architektur der Brücke und ihre Umgebung zu erfahren. Und natürlich, wie schon erwähnt, ist das Fotografieren der Brücke und die umliegenden Gebäude bei Tag oder Nacht eine einzigartige Erinnerung an den Besuch der Venedig-Reise. So, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsspots der Venedig-Reise, und zwar die Scala Contarini del Borbolo. Dabei handelt es sich um eine Wendetreppe, die heutzutage als Aussichtsplattform fungiert. Die Scala Contarini del Borbolo befindet sich im Stadtteil San Marco in Venedig und ist zu Fuß oder mit dem Vaporetto erreichbar. Der nächstgelegene Vaporetto-Haltepunkt ist Rialto, von wo aus man in etwa 10 Minuten zu Fuß zur Treppe gelangt. Alternativ kann man auch den Vaporetto-Haltepunkt San Marco Vallaresso benutzen und von dort aus in etwa 5 Minuten zu Fuß zur Treppe gehen. Es gibt auch verschiedene geführten Touren, die Scala Contarini del Borbolo besuchen und man kann auch Eintrittskarten online oder vor Ort kaufen. Verwunderlich fand ich, dass die Scala Contarini del Borbolo nicht so publik ist und auch nicht wirklich bekannt ist, dass man da eigentlich Venedig von oben sehen kann. Dementsprechend war es auch nicht so doll besucht, also mäßig besucht, fand ich auch gut, weil sonst hätte man die Aussicht auch gar nicht so richtig genießen können und ja, dabei handelt es sich nicht um einen überfüllten Spot.
Der Eintrittspreis für die Scala Contarini del Bovolo beträgt derzeit 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Es gibt auch Ermäßigungen für Gruppen und Studenten. Der Eintrittspreis beinhaltet den Zugang zur Treppe und zur Dachterrasse, von wo man einen herrlichen Blick auf Venedig hat. Es ist zu beachten, dass die Treppe nicht für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist, da es keine Aufzüge oder Rampen gibt und die Treppe steil und eng ist. Die Wendetreppe wurde im 15. Jahrhundert erbaut und ist für ihr einzigartiges Design bekannt, das eine Reihe von Bögen und Säulen aufweist, die bis zu einer Dachterrasse spiralförmig ansteigen. Die Treppe wurde ursprünglich als Zugang zu den privaten Wohnungen der Familie Contarini gebaut, ist aber seitdem zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Besucher können die Treppe hinaufsteigen, um einen Panoramablick auf Venedig und die Umgebung zu genießen. Der Name Borvolo bedeutet auf Italienisch Schnecke, was sich auf die spiralförmige Form der Treppe bezieht. Prinzipiell handelt es sich bei der Wendetreppe nicht um eine Ausstellungshalle, sondern um ein historisches Gebäude. Jedoch gibt es manchmal Veranstaltungen, Kunstausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen oder andere kulturelle Veranstaltungen. Es ist am besten, die offizielle Webseite der Scala Contarini del Bovolo oder lokale Veranstaltungskalender zu überprüfen, um Informationen über aktuelle und zukünftige Veranstaltungen zu erhalten. Wir zum Beispiel hatten die Möglichkeit, da uns eine Kunstausstellung anzuschauen. Persönlich kann die Scala Contarini wärmstens empfehlen. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre. Man hat Venedig schon wieder aus einer besonderen Perspektive erleben können. Die Fotos sprechen wieder für sich. Man hat sich da schon ein bisschen wie in Romeo und Julia gefühlt oder wie Rapunzel. Also es ist wirklich sehr besonders. Jetzt folgt der für mich lustigste Part der Reise, und zwar die Gondelfahrt. Die sind wir am Samstag angetreten. Ist eigentlich kein so schöner Tag, um so eine Gondelfahrt zu machen, weil das wirklich überfüllt ist und die Gondolieri, also die Gondelfahrer, ein bisschen gestresster wirken als sonst und auch eher hetzen. Also ja, die Fahrt ging 30 Minuten, beziehungsweise geht regulär 30 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ganze 30 Minuten waren. Ich hatte ja auch meine Box dabei und wir hatten da auch ein bisschen Musik gehört. Und ich bin der Meinung, dass 3 Lieder liefen und 3 Lieder sind, naja, niemals 30 Minuten lang. Also nicht die Lieder zumindest, die ich da angemacht habe. Deswegen, naja, bin ich da ein bisschen skeptisch im Nachhinein, was das angeht. Und es hat sich ja auch wirklich sehr kurz angefühlt. Also ich hätte mir gewünscht, noch weiter zu fahren, beziehungsweise noch ein bisschen länger. Und ja, wir wollten ja auch ein paar Erinnerungsfotos machen und die kamen auch viel zu kurz und es wurde die ganze Zeit gehetzt. Es war ein bisschen stressig, aber wirklich lustig, weil wir mit den richtigen Leuten da gewesen sind. Hier folgen auch ein paar Impressionen der Fahrt. Ach ja, was wäre schon Venedig ohne die Gondeln? Das Bild der Kanäle ist geprägt durch die Gondolieri, die ihre Gondeln mit großem Geschick durch die schmalen Kanäle und die flachen Brücken gefühlt jonglieren.
Besonders romantisch ist natürlich auch ein singender Gondoliere auf dem Canale Grande. Unser hat aber leider nicht gesungen. Dafür haben wir gesungen. Als Ausgleich und haben, glaube ich, die ganze Stadt unterhalten. War aber auch nicht schlecht. So, die Kosten für eine Gondelfahrt in Venedig können je nach Jahreszeit, Tageszeit und Dauer der Fahrt variieren. Eine 40-minütige Gondelfahrt kostet normalerweise rund 80 bis 120 Euro. In der Hochsaison oder an besonderen Feiertagen wie Weihnachten oder Silvester können die Preise für eine Gondelfahrt jedoch sogar höher sein. Es gibt in Venedig auch einige Gondoliere, die für eine längere Zeitdauer oder besondere Anlässe spezielle Pakete und Preise anbieten. Und naja, in der Gruppe teilt man sich halt die Kosten, daher lohnt sich das auf jeden Fall. Hier folgt ein weiterer Secret Spot, beziehungsweise, naja, eher geheimer, weil da auch nicht so viele Leute immer auf dem Schirm haben, dass da eine Aussichtsplattform ist, und zwar I Fondazione dei Tedeschi. Die Fondazione dei Tedeschi ist eine Stiftung, die von der deutschen Kaufhauskette Deutsche Bank gegründet wurde. Die Stiftung hat ihren Sitz in Venedig und betreibt ein Kaufhaus namens De Fondazione dei Tedeschi, das sich in einem historischen Gebäude am Canale Grande befindet. Das Gebäude wurde im 13. Jahrhundert erbaut und diente früher als Handelszentrum für deutsche Kaufleute, die in Venedig tätig waren. Heute ist es ein modernes Einkaufszentrum, das eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und kulturellen Veranstaltungen bietet. Ich würde es ein bisschen wie KDW oder Lafayette vergleichen. Die Fondazione dei Tedeschi hat sich zum Ziel gesetzt, die Kultur und Geschichte Venedig zu fördern und zu bewahren. Sie organisiert regelmäßig kulturelle Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerte und Theateraufführungen, um das kulturelle Erbe der Stadt zu feiern. Die Stiftung unterstützt auch lokale gemeinnützige Organisationen und Initiativen, die sich für den Schutz und die Erhaltung der Umwelt und des kulturellen Erbes Venedig einsetzen. An sich, ja, schöne Galerie, kann man sich auch so anschauen, schöne Architektur und naja, da werden halt die ganzen teuren Marken, die ganzen High-End-Sachen angeboten. Jedoch gibt es da auch eine Aussichtsplattform und die befindet sich in der letzten Etage und die sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen, vor allem weil sie kostenlos ist. Die Aussichtsplattform des Te Fondaco dei Tedeschi ist ein beliebter Ort für Touristen, die einen atemberaubenden Blick auf Venedig und den Canal Grande genießen möchten. Der Zugang der Aussichtsplattform ist, wie schon gesagt, kostenlos, aber es ist erforderlich, im Voraus eine Reservierung zu tätigen, da die Anzahl der Besucher begrenzt ist. Um zur Aussichtsplattform zu gelangen, muss man Te Fondaco dei Tedeschi betreten und den Aufzug in die vierte Etage nehmen. Der Aufzug ist kostenlos und befindet sich im Innenhof des Gebäudes. Wenn man die Aussichtsplattform erreichen möchte, kann man den Blick auf Venedig und den Canale Grande genießen und Fotos machen. Es ist zu beachten, dass die Aussichtsplattform nur zu bestimmten Zeiten geöffnet ist und dass es je nach Jahreszeit und Nachfrage zu Wartezeiten kommen kann, von denen man sich nicht abschrecken lassen muss. Da sind ja auch viele Securities, die erstmal Taschenkontrollen machen. Das ist gang und gäbe. Es wird empfohlen, im Voraus eine Reservierung zu machen, um sicherzustellen, dass die Aussichtsplattform besuchbar ist. Am dritten Abend wollten wir dann gemeinsam im Restaurant eine Pizza essen.
Zuvor hatten wir uns bereits eine vage Übersicht über die Restaurants in Venedig verschafft und etwas die Preise verglichen. Eine drastische Preisabweichung ist dabei nicht wirklich ersichtlich gewesen. Die Preisklassen hielten sich grundsätzlich in der Waage und ich kann auch vorab sagen, wer jetzt wirklich günstig und qualitativ in Italien speisen möchte, der müsste dann eher nach Süditalien und wer da die beste Pizza essen möchte, der müsste nach Neapel, aber ja, da geht man grundsätzlich jetzt nicht mit der Intention nach Venedig eigentlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Pizza war nicht schlecht, also die war wirklich gut, aber ich sag ja nur, die beste Pizza, die gibt's woanders. Also meine Meinung. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben uns hierbei für das Restaurant Omnibus entschieden. Wir haben uns jetzt einfach schlichtweg dafür entschieden, weil ja, es war nicht weit von der Brücke Ponte Rialto. Die Aussicht war sehr schön und das Interieur hat uns wirklich angesprochen. Das Restaurant selbst ist auch auf TripAdvisor für seine leckere Küche und gemütliche Atmosphäre bekannt. Das Restaurant wurde im Jahr 1999 gegründet und ist seither zu einem beliebten Treffpunkt für Touristen und Einheimische gleichermaßen geworden. Der Name Omnibus leitet sich von den historischen Doppeldeckerbussen ab, die früher in Venedig als öffentliche Verkehrsmittel eingesetzt wurden. Ja. Das Restaurant selbst befindet sich in einem historischen Gebäude an der Via Garibaldi und bietet den Gästen eine beeindruckende Aussicht auf die Kanäle Venedigs. Neben einer großen Auswahl an köstlichen Gerichten bietet Omnibus auch eine umfangreiche Weinkarte sowie eine Bar mit einer breiten Auswahl an Cocktails und anderen Getränken an. Insgesamt bietet das Restaurant Omnibus in Venedig eine einzigartige gastronomische Erfahrung für alle Besucher und ist definitiv einen Besuch wert, wenn sie in der Stadt sind. Ja, in der dritten Etage hat man eine sehr große Fläche und ja, da die Musik so schön laut war, haben wir die Gunst der Stunde ausgenutzt und ein bisschen Spaß gehabt. Ja, man könnte denken, wir haben uns was eingeschmissen, aber nee, das war nicht der Fall. Wein haben wir auch nicht getrunken. Dazu kann ich aber auch sagen, in Venedig gibt es nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie im Club zu gehen oder so. Also ja, muss man da erfinderisch werden. Ja, und klar, selbstredend, ne? Wer wieder Fotos mag, das ist natürlich eine sehr schöne Kulisse für Fotos. Natürlich muss auch das Künstlerische und Musikalische hier im Video nicht zu kurz kommen. Denn für die Kunst sowie Musikinteressierten unter euch oder für die, die sich einfach unweit des Markusplatzes befinden und einen kleineren kulturellen Exkurs machen wollen, empfehle ich, Trommelwirbel, Il Teatro La Fenice. Doch was hat das Theater La Fenice zu bieten? Dort werden natürlich regelmäßig berühmte Opernstücke vorgestellt, da diese jedoch ziemlich begehrt sind, wer hätte das gedacht, muss man sich frühzeitig um die Tickets sowie Plätzebuchung kümmern. Wer hat's nicht gemacht? Wir. Wir hatten leider nicht das Privileg, uns ein bekanntes Stück anzuschauen, jedoch spielten im Hintergrund diverse Musiker kleinere Stücke, welche dazu beitrugen, dass wir das Opernfeeling auf jeden Fall zu spüren bekamen.
Zum Aufbau. La Fenice ist ein Theater mit Logen in 5 Stockwerken, wie ihr seht. Die Logen sind traumhaft schön. Die dominierenden Farben sind Rot und Gold. Unter den Logen ist ein großer bestuhlter Zuschauerraum. Ja, ich würde präferieren, nicht im Zuschauerraum mir ein Stück anzuschauen, sondern in der Loge. Ist aber auch entsprechend sehr teuer. Muss man sich halt aber gönnen, wenn man es einmal macht, würde ich jetzt einfach so sagen. Da komme jetzt ich. Hi und tschüss. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass ich die Historie dahinter ziemlich interessant fand. Wie man schön sagt, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und auch La Fenice trägt eine dunkle Vergangenheit mit sich. Denn La Fenice ist vor allem heutzutage für den Brand im Jahre 1996 bekannt, der vorsätzlich während Umbauarbeiten von wen nicht als den Ingenieur selbst Enrico Carella zusammen mit Massimiliano Marchetti gelegt wurde, um Arbeitsmängel im wahrsten Sinne des Wortes niederzubrennen. Der Fall gewann an überlokalen Medienpräsenz. Wer weiß, vielleicht war das sogar eine überspitzte Methode, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mich würde gar nichts mehr wundern. Und ja, das Projekt wurde, wie man sieht, nicht verworfen. Gott sei Dank, weil wie traurig wäre das, wenn im Herzen der Stadt eine Ruine stehen würde und ja, diese Augenweide, die wir jetzt haben, nicht vorhanden wäre. Im Jahr 1997 wurde dann alles wieder aufgebaut. Der Architekt Rossi Aldo gewann den Wettbewerb um den Wiederaufbau des Theaters und orientierte sich natürlich an den Originalplänen, jedoch mit modernen Erweiterungen im Bereich der Technik und der Funktionalität. Dies bestätigen auch viele Besucher. Ich kann es ja auch bestätigen. Ich weiß natürlich nicht, wie es damals war, aber die Akustik war überragend. Dafür, dass es eine so große Fläche ist, war wirklich top. Also, ja, insgesamt würde ich als Fazit sagen, man muss jetzt nicht unbedingt musikaffin sein bzw. interessiert. Ich interessiere mich generell für Kunst, jedoch würde ich jedem empfehlen, dahin zu gehen und sich das wenigstens anzuschauen, denn die Architektur ist traumhaft. Und es ist auch nicht wirklich kostspielig, wenn man sich keinen Auftritt anschauen möchte. Denn Erwachsene ab 18 bis 64 Jahre zahlen 14 Euro Eintritt, Senioren ab 65 Jahren 10,50 Euro, Studenten unter 26 Jahren 9,20 Euro und Kiddies unter 5 Jahren haben freien Eintritt, aber so soll es doch auch sein. Ja, ich sag euch nur hier an dem schönen Bildchen, erkennt ihr, ist doch einfach schön. Jetzt komme ich nochmal zum Thema GPS zu sprechen, was ich anfangs schon erwähnt hatte. Denn für uns hat sich das manchmal echt schwierig gestaltet, von A nach B zu kommen. Denn Google Maps hat eine Sache gesagt, aber letztendlich war der Weg ein ganz anderer, beziehungsweise war dieser auch länger oder kürzer. Und ja, das war manchmal echt verwirrend und nervig. Irgendwann haben wir angefangen, auf der guten alten Art und Weise Passanten zu fragen oder uns halt selbst irgendwie orientiert. Es gibt mehrere Gründe, warum Google Maps in Venedig möglicherweise nicht so gut funktioniert wie in anderen Städten. Venedig ist für seine engen Gassen und Kanäle bekannt, die oft verwirrend sein können. Die engen Straßen und die komplexe Struktur der Stadt können dazu führen, dass GPS-Signale gestört werden und die Genauigkeit der Standortbestimmung beeinträchtigt wird. Venedig hat viele hohe Gebäude, die das GPS-Signal blockieren können. Dies kann zu Ungenauigkeiten bei der Standortbestimmung führen und die Navigation erschweren. Zudem ist es eine Stadt, die auf Wasser gebaut ist und viele Straßen sind tatsächlich Wasserwege. Dies kann dazu führen, dass Google Maps Schwierigkeiten hat, genaue Routen für Fußgänger oder Autofahrer zu berechnen, da die App möglicherweise nicht immer die Wasserwege berücksichtigt. Es ist möglich, dass die Datenbank von Google Maps für Venedig nicht so aktuell oder detailliert ist wie für andere Städte. Dies kann dazu führen, dass Straßen, Brücken oder andere geografische Merkmale nicht korrekt angezeigt werden. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man sich nicht wirklich auf Google Maps verlassen sollte. Wenn da 10 Minuten stehen, sind es meistens eher 20 Minuten und bei einer Stunde kann man gleich sagen, ja okay, vielleicht nehme ich doch einen Wasserbus. Oder man orientiert sich an Schilder und fragt wirklich Passanten. Als nächstes sind wir zur Scuola Grande di San Marco gegangen. Scuola heißt auf Italienisch Schule. Dabei handelt es sich um ein Gebäude aus der venezianischen Frührenaissance direkt neben der Kirche San Paolo. Heute ist das Gebäude der Haupteingang des Krankenhauses Ospedale Civile Giovanni e Paolo Venezia.
Von dort aus gelangt man zum Campo Santi Giovanni e Paolo. Es ist einer der größten Plätze in Venedig und ein wichtiger Ort für kulturelle, historische und architektonische Sehenswürdigkeiten. Der Platz ist bekannt für seine imposante gotische Kirche. Die Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, die auch als San Zanipolo bekannt ist. Die Basilika ist eine der größten Kirchen in Venedig und enthält viele wertvolle Kunstwerke, darunter Werke einiger der bedeutendsten Künstler der Renaissance. Der Campo Santi Giovanni e Paolo ist auch bekannt für seine vielen Denkmäler und Statuen, darunter das berühmte Reiterstandbild von Bartolomeo Colleoni, das von Andrea del Verrocchio geschaffen wurde. Der Platz ist ein beliebter Treffpunkt und ein wichtiger Ort für Festivals und Veranstaltungen für Venedig. So, hier befinden wir uns in Cannareggio. Es ist eines der 6 Stadtteile, auch Sestiere genannt, von Venedig und befindet sich östlich des Kanals Grande an der Nordseite der Stadt. Es ist eines der größten Stadtteile und hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Cannareggio war einst ein wichtiger Handelsplatz und beherbergte viele jüdische Einwohner, die im 16. Jahrhundert aus Spanien und Portugal vertrieben wurden. Das ehemalige jüdische Ghetto von Venedig befindet sich auch in diesem Stadtteil und ist ein wichtiger historischer Ort. Heute ist Cannareggio ein lebendiges und pulsierendes Viertel mit einer Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Bars. Es ist auch die Heimat einiger wichtiger Kirchen und Denkmäler, wie der Kirche Santa Maria dei Miracoli und dem Palazzo Labia. Eine der bekanntesten Attraktionen im Viertel ist der jährliche Karneval von Venedig, der im Februar stattfindet. Das ist groß. Ist ja auch gleich schon zum Gucken. Go to the fancy restaurants. In Venedig ist das Tragen von Masken ein wichtiger Teil der Kultur und Tradition. Die Masken werden während des berühmten Karnevals von Venedig getragen, der jedes Jahr im Februar stattfindet. Die Masken sind kunstvoll gestaltet und können verschiedene Formen und Designs haben. Sie werden von den Teilnehmern des Karnevals getragen, um ihre Identität zu verbergen und in verschiedene Charaktere zu schlüpfen. Die Masken sind oft mit Verzierungen wie Federn, Glitzer und Perlen verziert und können sehr aufwendig und detailreich sein. Es gibt auch Geschäfte in Venedig, die das ganze Jahr über Masken verkaufen, sodass Besucher die Möglichkeit haben, eine Maske als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Die Masken in den Läden haben natürlich ein Echtheitssiegel, was man von den Masken auf den Märkten nicht immer behaupten kann. Auf den Märkten sind die Masken natürlich auch viel günstiger und man kann da auch handeln. Aber wer eine originale Maske haben möchte, die hochqualitativ ist, muss sich natürlich auf höhere Preise einstellen. Jedoch bleiben dann die Masken ein Leben lang erhalten. Wenn man jetzt nicht unbedingt mit dem Hammer auf die Maske einschlägt. Ja, dann nutze ich mal die düstere Atmosphäre, um wieder ein paar Fakten zu beleuchten.
Und zwar gibt es ja in Venedig mehrere berühmte Gefangene, die im Laufe der Geschichte im Dogenpalast und im Gefängnis von Venedig inhaftiert wurden. Einer der bekanntesten Gefangenen war der Schriftsteller und Abenteurer Giacomo Casanova, der wegen seiner Verbindungen zu Mitgliedern der venezianischen Elite und seiner unzüchtigen Aktivitäten verhaftet wurde. Er verbrachte einige Zeit im Gefängnis und entkam später aus Venedig. Ein anderer bekannter Gefangener war Silvio Pellico, ein italienischer Schriftsteller und Patriot, der wegen politischen Aktivitäten und seiner Unterstützung für die italienische Unabhängigkeit inhaftiert wurde. Er verbrachte einige Jahre im Gefängnis von Venedig, bevor er später freigelassen wurde. Es gibt einige weitere berühmte Gefangene, die im Laufe der Geschichte... Venedig ist bekanntlich keine Party- oder Disco-Stadt. Jedoch hat Venedig bei Nacht eine ganz besondere Atmosphäre. Die Stadt verwandelt sich in ein magisches und romantisches Ambiente, wenn die Sonne untergeht und die Lichter angehen. Die historischen Gebäude und Brücken in Venedig werden bei Nacht wunderschön beleuchtet. Die warmen Lichter verleihen der Stadt eine romantische Stimmung und lassen die Architektur noch beeindruckender erscheinen. Die Kanäle von Venedig sind bei Nacht oft ruhiger und weniger überfüllt. Dies bietet eine besondere Gelegenheit, die Schönheit der Stadt in Ruhe zu genießen und die Reflexion der beleuchteten Gebäude im Wasser zu bewundern. Eine Gondelfahrt bei Nacht ist ein unvergessliches Erlebnis. Die Gondolieri navigieren die ruhigen Kanäle und bieten eine romantische Fahrt über den Stern. Die Lichter der Stadt spiegeln sich im Wasser und schaffen eine zauberhafte Atmosphäre. In den Abendstunden gibt es in Venedig oft Straßenmusiker und Künstler, die die Besucher mit ihrer Musik und Darbietungen unterhalten. Dies trägt zur lebendigen Atmosphäre bei und verleiht der Stadt eine besondere Energie. Venedig hat viele enge Gassen und versteckte Plätze, die bei Nacht eine geheimnisvolle Stimmung haben. Das Schlendern durch die Gassen kann ein Abenteuer sein, bei dem man auf unerwartete Entdeckungen stößt. Vor allem, wenn man Google Maps folgt. Wer sich ausgiebig die Vorzüge Venedig angeschaut hat, sollte sich auf jeden Fall bei Möglichkeit nicht die umliegenden Inseln entgehen lassen. Wir haben uns dazu entschlossen, einen ganzen Tag den Inseln Murano und Burano zu widmen. Und ich kann jetzt bereits sagen, dass es echt die beste Entscheidung gewesen ist. Da wir so die Entscheidungsmacht in der Hand hatten, wo und wie lange wir etwas unternehmen und somit ungestört auch unsere Zeit gemeinsam verbringen konnten. Die Insel Murano erreicht man mit den Vaporetto. Die Insel ist nur wenige Minuten mit den Fähren von der Hauptinsel Venedig entfernt. Wir haben mit den Vaporetto Nummer 4.1 von Fundamenta Nuove ca. 8 Minuten gebraucht. Unsere Freunde haben ein Tagesticket für 25 € erworben.
Mit unserem zuvor erworbenen Dreitagesticket waren die Inseln im Preis bereits mit einbegriffen. Murano besteht aus 7 Inseln und besitzt eine Fläche von rund 1 Quadratkilometer. Der Vaporetto hält kurz am Cimitero di San Michele, dem größten Friedhof von Venedig, an. Die Insel ist besonders berühmt für die Glasmanufakturen. Als erstes haben wir entsprechend auch eine Glasmanufaktur besucht. Wenn man gleich aus dem Traghetto von Murano aussteigt, dann wird man von Reizen schon wieder überflutet. Überall findet man Souvenirstände mit sehr vielen schönen einzelnen Stücken von dem Glas von Murano. Da muss man sich aber jedoch nicht täuschen lassen und einfach nur den Anblick genießen und warten, bis man in der Innenstadt ist, denn da gibt es ganz viele Läden bzw. auch Stände, wo man auch schönere Sachen findet bzw. einer Sicht einzigartigere und kostengünstigere Exemplare. Die Glasbläserei in Murano ist eine berühmte Kunsthandwerkstätte. Sie ist bekannt für ihre einzigartigen und kunstvollen Glasprodukte, die seit dem 13. Jahrhundert hergestellt werden. In jener Glasmanufaktur hatten wir die Möglichkeit, uns eine Glasbläserei-Vorführung mit der Dauer von ca. 20 Minuten anzuschauen. Der Eintritt pro Person kostete dabei 5 Euro. Die Glasbläser von Murano sind bekannt für ihre Fähigkeit, komplexe und kunstvolle Glasobjekte herzustellen, darunter Vasen, Schalen, Skulpturen und vor allem Kronleuchter. Die Techniken, die bei der Herstellung von Murano-Glas verwendet werden, sind geheim und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Murano-Glasbläserei ist ein wichtiger Teil der italienischen Kultur und ein beliebtes Touristenziel. Besonders interessant fand ich, dass nicht jeder Glasbläser werden kann. Es gibt zwar Ausbildungen, aber nicht speziell für die Murano-Glasbläserei. Die Glasbläserei lebt hauptsächlich von der Praxis. Während der Vorstellung wurde uns erklärt, dass nicht jeder Glasbläser werden kann. Zwar treten viele junge Menschen die Ausbildung an, letztlich wird jedoch nur ein kleiner Prozent der Auszubildenden schließlich zum Glasbläser. Grundsätzlich kann auch jeder Glasbläser werden, der die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt. Allerdings erfordert die Glasbläserei viel Übung und Erfahrung, um die Techniken zu beherrschen und kunstvolle Objekte herzustellen. Es erfordert auch eine gewisse körperliche Fitness und Geschicklichkeit, da das Glas in der Regel bei hohen Temperaturen bearbeitet wird und manchmal auch körperliche Anstrengung erfordert, um das Glas in die gewünschte Form zu bringen. Es ist auch wichtig, Geduld und Ausdauer zu haben, da das Glasblasen eine zeitaufwendige und anspruchsvolle Kunstform ist. Die Herstellung von Murano-Glas beginnt mit der Vorbereitung des Rohmaterials, das aus einer Mischung von Sand, Soda, Kalk und anderen Chemikalien besteht. Diese Mischung wird in einem Ofen bei sehr hohen Temperaturen geschmolzen, um eine flüssige Glasmasse zu erzeugen. Anschließend wird die Glasmasse von einer Glasbläser aufgenommen und in eine Form geblasen oder geformt. Die Glasbläser verwenden verschiedene Techniken, um das Glas zu formen, wie zum Beispiel das Ziehen, Schneiden, Schleifen und Gravieren. Nachdem das Glas geformt wurde, wird es in einen Ofen gehärtet und abgekühlt, um seine endgültige Form zu erhalten. Anschließend wird das Glas poliert und verziert, um seine einzigartige Schönheit und Kunstfertigkeit zu zeigen. Die Manufaktur ist zeitgleich auch ein Museum. Nach der Vorstellung wurde uns die Zeit eingeräumt, uns die verschiedenen Werke auch anzuschauen. Gegen ein Entgelt konnte man die Werke auch kaufen, diese waren jedoch sehr teuer. Um euch eine ungefähre Preisvorstellung zu geben, kosten diese Vögel hier schlanke 4.420 Euro. Also, ja, kann man machen. Je nach Form, Größe, Farbe und Komplexität des Werkes steigen die Preise natürlich auch auf. Die Farbe erhält man durch eine Beimischung von verschiedenen Metallen. Daher wird es auch teurer.
Die Glasbläser hatten ihren Hauptstandpunkt damals im 13. Jahrhundert eigentlich auf Venedig. Diese wurden jedoch auf die Insel verbannt, um die Stadt Venedig vor Bränden zu schützen, die durch die Glasöfen verursacht wurden. Seitdem hat sich die Glasbläserei auf Murano zu einer Kunstform entwickelt und die Insel ist heute ein wichtiger Ort für die Herstellung von Murano-Glas. Neben der Glasbläserei gibt es auf Murano auch viele historische Gebäude, Kirchen und Museen, die besichtigt werden können. Ich persönlich fand Murano eine sehr süße Stadt. Ich fand auch die Glasbläserei und die Geschichte dahinter sehr interessant. Hätte ich jedoch Stand jetzt gewusst, dass mich Murano noch mehr überzeugen wird, dann hätte ich auch mehr Zeit in Murano eingeplant. Aber fürs nächste Mal weiß ich dann Bescheid. Wir sind dann mit der Linie 12 vom Leuchtturm Murano Faro im Hafen von Murano zum Hafen von Murano gefahren. Die Fahrt von Murano bis Murano dauerte etwa 30 Minuten. Die Vaporetti fahren alle 30 Minuten. Da es jedoch ein Samstag war, war die Schlange entsprechend sehr, sehr, sehr lang und da hat man auch gesehen, wie begehrt Murano eigentlich ist. Wir haben da fast eine Stunde in der Schlange warten müssen, um einen Wasserbus dann auch zu bekommen. Deshalb würde ich den Samstag jetzt nicht ganz empfehlen für so einen Inselausflug. Denn abgesehen von den ausländischen Touristen machen auch viele Einheimische einen Ausflug nach Venedig und die Insel. So, jetzt werden hier ein paar Infos zu Murano gedroppt. Murano liegt in der Lagune von Venedig und setzt sich aus 4 Inseln zusammen. Durch Brücken werden diese miteinander verbunden. Murano ist bekannt für seine spitzen und farbenfrohen Häuser. Kleine Geschäfte bieten auch Spitzen und weitere Artikel an. Die malerisch gelegene Insel eignet sich gut als Ausflugsziel, denn es gibt zahlreiche bunte Häuser zu sehen für wieder die Fotoaffinen. Sehr, sehr schöne Motive. Die kleinen Fischerhäuser verleihen dem Ort auch eine besondere Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt. Sehr wunderprächtig sind auch die Wasserspiegelungen, die durch die bunten Gebäude entstehen. Eine Legende besagt, dass die bunten Häuser der Insel Murano den Fischern dazu verhalfen, auch bei Nebel sicher den Heimathafen anzusteuern. Viele Männer waren auch damals davon abhängig, ihren Lebensunterhalt mit dem Fischfang zu begleichen. Auch die Herstellung kunstvoller Spitzen hat auf der Insel Murano eine lange Tradition. Schon im 16. Jahrhundert wurden diese schönen Artikel von Frauen produziert. Die Spitzen entstanden mit Hilfe einer aufwendigen Nadelspitzentechnik namens Reticella. Später kamen noch weitere Techniken dazu.
In der gesamten Stadt gibt es kleine Geschäfte und Boutiquen, in denen man lokale Produkte wie handgefertigte Glaswaren und Souvenirs kaufen kann. Es gibt auch einige Lebensmittelgeschäfte, in denen man frische Lebensmittel und lokale Spezialitäten kaufen kann. Es lohnt sich, durch die engen Gassen von Burano zu schlendern und die verschiedenen Geschäfte zu erkunden. In Murano gibt es auch einige Geschäfte, die handgefertigte Kronleuchter aus Murano-Glas verkaufen. Die Kronleuchter werden von lokalen Handwerkern hergestellt und sind oft kunstvoll verziert und mit verschiedenen Farben und Mustern versehen. Diese Kronleuchter sind ein beliebtes Souvenir für Besucher, die ein Stück traditioneller venezianischer Handwerkskunst mit nach Hause nehmen möchten. Es lohnt sich, in den Geschäften auf Murano nach Kronleuchtern zu suchen und die Vielfalt der Designs und Stile zu entdecken. Ah, guarda, porta patchwork. Bueno, patchwork. Außer dass man sehr, 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 sehr schöne Fotos machen kann auf Burano, weil die Häuser wirklich sehr bunt sind und du überall bunte Häuser findest, kann ich eigentlich nicht mehr hinzufügen, außer dass ihr die Aussicht genießen könnt. Ich weiß. Das ist eigentlich mit der Zitrone, das ist der für Positano und so. Das ist gelbe Schuhe. Miriam, il cappellino di jeans con scritto Italia. Was sieht er denn? Was? Vai, 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 vai
Da will er ankommen. Ja. Hier, guck mal, das ist der Anflagge. Guck mal, wir wollen. Ach so, da, wo ist Lilly? Da ist Lilly. Wo ist Tara? So eine Bilder haben wir nicht. Ja? Bono. Ja, Claudia, da gibt es eine Torte. Meine Freundin, die mit mir da unterwegs gewesen ist, ist eigentlich eine richtige Partymaus. Daher hat sie sich die ganze Zeit gefragt, wo kann man denn in Venedig Party machen? Ihre Mutter ist sehr, sehr extrovertiert, was finde ich richtig gut, weil sie einfach jeden anquatscht, egal wer ihr vor der Nase steht. Die quatscht die Leute an, als würde sie die schon 100 Jahre kennen. Und eines Abends dachten wir uns, ja, wir spazieren mal und quatschen Leute an. Dann haben wir junge Leute angequatscht und gefragt, wo feiert ihr? Und die haben alle hysterisch angefangen zu lachen, als hätten wir übelst die komische Frage gestellt. Dann gesagt, naja, nee, hier in Venedig ist mit Feiern nichts. Und wir so, hä, okay. Da muss man irgendwie außerhalb ein bisschen gehen und dann gibt's da Clubs normal wie überall. So, dann wurde uns aber ein Lokal vorgeschlagen, welches Combo heißt. Ja, das handelt sich ja bei meiner Jugendherberge eigentlich. Und da werden regelmäßig Veranstaltungen angeboten. Aber wir dachten uns erstmal, was sollen wir in einer Jugendherberge? Ja, dann haben wir uns entschieden, ja gut, was sollen wir machen? Lass mal hingehen, was soll schon passieren? Hatten überhaupt keine Erfahrungen, aber wurden dann vom Gegenteil überzeugt. Combo war gar nicht so schlecht wie gedacht. Das Combo Venezia ist ein neues Hostel im historischen Zentrum von Venedig, das aus der Renovierung eines ehemaligen Klosters hervorgegangen ist. Jetzt bietet es günstige, geräumige und helle Unterkünfte mit allem modernen Komfort in strategischer Lage, um Venedig und die Laguneninsel zu erkunden. Combo ist der perfekte Ort für einen Aufenthalt, wenn man einen authentischen Geist Venedig erkunden und jede Sekunde der Reise genießen möchte. Das Combo beherbergt einen typischen Baccaro, eine Bar, die traditionelle Snacks serviert. Im Restaurant gibt es zu jeder Tageszeit ein internationales und vielseitiges Menü.
Combo beherbergt Kunstveranstaltungen, Konzerte und donnerstagsabends Live-DJ-Sets. Die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt und das junge, mehrsprachige Personal gibt gerne über alles Auskunft. WLAN ist in allen öffentlichen Bereichen verfügbar. Es bietet auch eine kostenlose Gepäckaufbewahrung. Combo ist der perfekte Ort für einen Aufenthalt, wenn man den authentischen Geist Venedig erkunden und jede Sekunde der Reise genießen möchte. Man hat Zugang zu den eindrucksvollen Corte degli Aranci, einem großen Kreuzgang, in dem einige duftende Orangenbäume wachsen. Dort kann man den Tag in Venedig gestalten oder andere Reisende beim Spritz treffen. Oder beim Cappuccino. Die Terrasse mit Blick auf den Kanal ist perfekt, um etwas zu essen und die vorbeifahrenden Boote zu beobachten. Wir waren insgesamt dreimal im Combo, einmal abends, da hat leider keine Veranstaltung stattgefunden, weil wir einfach viel zu spät herausgefunden haben, dass es diese Ortschaft da gibt. Jedoch kann man da trotzdem hin und sich da hinsetzen, mit anderen Leuten in Kontakt treten und was trinken. Dann waren wir hier, wie man sieht, einmal, um einfach nur eine Pause zu machen und einen Kaffee zu trinken und einen Kuchen, was kostengünstig ist und auch eigentlich geschmeckt hat. Wir hatten auch einen schönen Ausblick, das konnten wir auch genießen. Und dann waren wir morgens auf einem Flohmarkt dort. Da haben die Studenten deren Sachen angeboten, deren Vintage-Klamotten. Am letzten Tag hatten wir echt keine Lust mehr zu laufen und dachten uns, dass wir unser Ticket ausnutzen und mal die Stadt von der Kanalseite aus erkunden, was ja auch eigentlich ganz gut gewesen ist, weil man dann eine andere Perspektive bekommen hat oder auch in Örtlichkeiten war, die man halt zu Fuß einfach nicht beläuft. Ja, das war eine gute Abwechslung. Man konnte die Kanäle genießen. Leider hat die Sonne nicht so geschienen wie in den letzten Tagen. Ich bin ja ein Riesenfan von Horrorgeschichten und nutze hier gleich auch die Gelegenheit in diesem Video aus, mal eine Horrorgeschichte zu integrieren, denn ich bin aus Zufall letztens auf eine Story bei Instagram gestoßen von einem italienischen Immobilienmakler, dem ich folge. Er verkauft gerade die Cardario. Dabei handelt es sich um ein Gebäude bzw. eher ein Palast am Kanal von Venedig. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich genau dieses Gebäude auch gefilmt habe, aber nicht wusste, dass es sich darum um ein verfluchtes Haus handelt. Ich habe dann in den Kommentaren gelesen, ja, ist zwar eine schöne Immobilie, aber ist verflucht. Und ja, gut, dann sind halt natürlich meine Ohren aufgegangen und ich dachte mir, ich mag ja so eine Geschichte, habe mich da ein bisschen belesen. Und ja, dahinter befindet... Auch Claude Monet war ausgerechnet von dem Anblick des Gebäudes so verzaubert, dass er ihm eine ganze Gemäldeserie widmete. Aber Künstler haben ja ein Auge dafür, vielleicht ist ihm genau die Obskurität und das Verfluchte besonders aufgefallen. Aber was verbirgt sich denn nun hinter diesem mysteriösen Palast? Cardario ist ein Palast in Venedig, der aufgrund einer Reihe von ungewöhnlichen und tragischen Ereignissen als verflucht gilt. Der Palast wurde im 15. Jahrhundert von einem venezianischen Adligen namens Giovanni Dario erbaut. Seither haben viele seiner Besitzer unerklärliche Pechsträhnen, finanzielle Probleme und sogar Todesfälle erlebt. Es wird gesagt, dass der Fluch von Cardario auf Giovanni Dario selbst zurückgeht. Es wird behauptet, dass er den Palast auf Kosten anderer erbaut habe und dass er seine Macht missbraucht habe, um dies zu erreichen. Es wird auch gemunkelt, dass er in Verbindung mit der Mafia stünde und dass der Palast auf einem alten Friedhof erbaut wurde. Die Liste der unglücklichen Ereignisse in Verbindung mit Cardario ist lang. Viele seiner Besitzer sind in finanzielle Schwierigkeiten geraten und mussten den Palast verkaufen. Darios Tochter beging Selbstmord, ihr Mann wurde erstochen und der Sohn der beiden wurde auf Kreta erschlagen.
Der armenische Schmuckhändler Abed Abdol ging pleite, nachdem er den Palast gekauft hatte. Der spätere Eigentümer Raiden Brown brachte sich mit seinem Liebhaber im Palazzo um, nachdem die Affäre öffentlich geworden war. Der Liebhaber des nächsten Besitzers, Charles Briggs, tötete sich ebenfalls. 1964 wollte der italienische Tenor Mario del Monaco den Palazzo kaufen. Auf dem Weg zum Notar geriet er in einen Verkehrsunfall, der ihn für den Rest des Lebens schwer behinderte. Der nächste Besitzer, der adlige Giordano delle Lanze, wurde von einem 18-jährigen kroatischen Seemann, vermutlich seinem Liebhaber, mit einer Vase erschlagen. Der Mörder floh nach London, wo er seinerseits getötet wurde. Das sind nur wenige der zahlreichen Schicksalsschläge, die sich in Verbindung mit Cardario verzeichnen ließen. Der Palazzo blieb, wen's wundert, lange unverkäuflich und die heutigen Eigentumsverhältnisse sind unklar. Es wird gesagt, dass der Fluch auch auf diejenigen übergeht, die den Palast besuchen oder darin wohnen. Es ist natürlich anzumerken, dass der Fluch von Cardario eher eine Legende oder ein Aberglaube ist und nicht wissenschaftlich bewiesen wurde. Dennoch hat die Geschichte des Palastes und die damit verbundenen ungewöhnlichen Ereignisse zu seiner Reputation als verflucht beigetragen. Entweder man glaubt's oder man glaubt's nicht, aber interessant ist es ja trotzdem. Ja, hier habe ich noch die Räumlichkeiten von Cardario eingeblendet. Also ja, wer die nötige Knete hat und auf Nervenkitzel steht, der kann sich ja natürlich überlegen, ob er die Immobilie haben will, denn noch steht die frei. Falls sich jemand wirklich für den Kauf interessiert, Cardario hat 800 Quadratmeter Wohnfläche und unter 10.000 Euro pro Quadratmeter ist bei Bestlage am Canal Grande nichts zu machen. Heute wird Cardario als Wohnhaus und gelegentlich für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Es ist ein faszinierendes Stück Venedig-Geschichte und zieht Besucher aus der ganzen Welt an, die mehr über die Legenden und Geschichten hinter dem verfluchten Haus erfahren möchten. Was wäre eine Reise ohne Fauxpas? Uns wäre beinahe eine große Katastrophe passiert auf der Rückreise, denn Venedig hat zwei Flughäfen. Einmal Flughafen Marco Polo und Treviso Airport. Manchmal wird der Flughafen von Treviso Antonio Canova oder Flughafen Sant'Angelo genannt. Aber keine Angst, es handelt sich dabei immer um denselben Flughafen. Jedoch ist es wichtig, dass man nicht beide Flughäfen verwechselt, denn das ist uns auf dem Rückweg passiert. Wir sind irrtümlich anstatt Treviso Flughafen zum Flughafen Marco Polo gefahren und von dort aus haben wir dann leider ein Taxi für 80 Euro zahlen müssen, damit wir unser Flug noch schaffen, um zum Treviso Airport zu gelangen. Der Taxifahrer sagte uns, dass wir nicht die einzigen seien, die den Flughafen verwechseln und es wirklich sehr, sehr, sehr häufig der Fall ist. Zumal wir auch ein Ticket gekauft haben und die Dame am Empfang uns meinte, ja, das ist der richtige. Ja, das war's schon mit diesem Video. Bitte nicht vergessen zu abonnieren und zu liken und weiterhin die Videos zu verfolgen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet einen Mehrwert daraus ziehen. Das war's von mir. Tschüss!